Ich trage keine Hose. Und damit willkommen zurück zu Jedi Survivor. Es ist nämlich unfassbar warm. Also ungefähr genauso warm wie in dieser Wüste. Was ja uns auf jeden Fall hilft, hier uns irgendwie mental reinzufinden. Wir haben in der letzten Episode Merrin gefunden, was irgendwie ganz nett ist. Weil ich erwartete, dass wir sie wesentlich später treffen. Was aber leider dazu führt, dass ich befürchte, dass wir uns schon bald wieder von ihr verabschieden müssen. Weil sie ist viel zu praktisch und viel zu fähig. Ich nehme an, dass sie gleich irgendwie einen Unfall erleiden wird. Oder entführt. Obwohl, na gut, ist das nicht gerade eine Prinzessin, die entführt wird, ne? Naja. Auf jeden Fall, Sühnekammer? Auf jeden Fall wird wahrscheinlich noch irgendwas mit ihr passieren. So, wir sind aber auf jeden Fall erstmal ein Reit hier uns greifen, nachdem unser Rover explodiert ist. Wir zähmen also wieder irgendwelche Tiere. Da unten ist ein Punkt, wir kommen da so unten hin. Na gut, da kommen wir wahrscheinlich so wieder hin, weil da sind hier unten nämlich die Sparmehle. Wer es auch immer sich diesen Namen ausgedacht hat. Und. Oh, das sind ja. Vielleicht kann jemand in Sears Basis was damit anfangen. Ja, gewiss doch. Na gut. Ja, und jetzt wollen wir die Sparmehle reiten. Ich nehme an, das wird so ein elendiges Elend wie auf der anderen Welt mit diesen Nekos. Können wir eigentlich mit ihr noch quatschen? Nee. Sind wir ihr Outfit? Also es ist schon relativ warm hier, ne? Und sie hat, also Karl hat ja schon irgendwie so Zeug an, so Pullover und Dings. Aber sie hat ja auch noch so eine Lederjacke an mit Kapuze. Also sie sieht halt so aus, als wäre sie jetzt in irgend so ein Noir-Vampir-Film, so ein Nebendarsteller. So sieht sie aus mit diesen Kapuzenjacken, Lederjacke plus Kapuze-Outfit. So rum. Flieht, wenn euch euer Leben lieb ist. Mehr kannst du nicht? Oder? Ich schaff das! Richtig schon! Ich meine schon! Er ist getroffen! Ich hab schon vergessen, welcher das Ausweichen war. Oh. Ich hab leider vergessen, welche Taste ihre. Hä? Ja, welche Taste war das? Ergib dich! Ach, warte mal. Achso, sie kann mit der Heere Sachen. Achso, sie kann Leute einfach nur festbinden, das war das. Aber gut, interessant, dass das Menü aufgeht und mir anzeigt, was ich alles machen kann. Das ist natürlich ganz praktisch. Merrin, kannst du dich darum kümmern? Natürlich. Ich habe komplett vergessen, wie kämpfen in diesem Spiel ging. Wir treffen uns auf der anderen Seite. Was immer sie gerade getan hat. Wie könnte sich jemand reinschleichen? Den Kampf gegen Schwerter wurden wir nicht. Das ist eigentlich sehr bedauerlich. Oh. Oh, das war gar nicht vorgesehen. Achso, wir sollen. Ups. Und Merrin putzt einfach unten lang. Das, hallo Steff. Hätte ihn vielleicht länger labern lassen. Oh, sorry. Also dieser Flammenwerfer hat irgendwie einen Nachteil, ne? Hm? Ich sehe was. Ist das schon wieder Zephyr-Zeug? Alte Ruinen. Die alte Zivilisation, die diesen Ort gebaut hat, ist längst untergegangen. Aber nochmal reisen Pilger zu dieser Ruine, um sie zu stören. Ich habe übrigens nachgelesen, was es jetzt mit der Hohen Republik auf sich hat, weil ich dachte die ganze Zeit, ich habe davon schon mal irgendwie was gehört, aber nee, ich habe das alles mit der alten Republik verwechselt. Die Hohe Republik ist tatsächlich brandneu. Die gibt es erst seit 2020, wenn ich das richtig gelesen habe. Also wirklich super, super neu. Und Jedi Survivor ist tatsächlich das erste Spiel, was das großartig erkundet. Also das ist seit der ganzen Disney-Übernahme ist das quasi das neue, haben sich das ausgedacht, als Erweiterung, weil wahrscheinlich die vorhandenen Welten. Sie haben ja auch eine Menge von Extended Universe gestrichen, insofern weiß ich nicht so richtig. Wir haben hier einen Eindringling. Ja, in der Tat. Okay, wir kriegen das hin. Ich krieg das. Habe ich nicht den Ausdauerbalken gelevelt? Das war jetzt gerade ein bisschen dilettantisch von mir, aber. Naja, auf jeden Fall ist das alles ganz neu, das die alte, die Hohe Republik. Und. Ach, das ist Merrin, die hier sitzt. Okay. Ja, wie so ein Gargoyle, ne? Hab ich schon erwähnt, dass sie wie so ein. Oh. Hat sie gerade ein Messer geworfen? Ach nee, sie macht so ein Zeug. Teleportiert sie das Messer auch wieder zurück? Das ist schon sie ziemlich haben Angst tödlich. Vor dir. Ich weiß. Sie nennen mich den Wüstengeist. Wüstengeist, hä? Imperiale heimzusuchen ist sowas wie ein Hobby von mir. Ja, das ist auch wesentlich besser, als wenn alle Leute wissen, dass du ein Jedi bist, ne? Weil das macht es schwierig, dich zu verfolgen. Weil, naja, das ist... Ich bin Jörg, so Grüße an Sohn.
Weil ich meine, das ist, wenn halt, naja, das ist halt irgendwie, sterben hier Leute, aber wir wissen halt nicht richtig, warum. Vielleicht ist halt kann irgendwie, jemand in CS Basis was damit anfangen. Ist halt vielleicht eine andere Priorität mit, ich meine, jeden Tag sterben irgendwelche imperialen Trupper, ne? Das passiert halt. Ist eine ganz andere Prio als, soll ich keine runtergleiten, als hier irgendwie, wir haben eine gesicherte Jedi-Besichtung, fand ich, weil sie ja gar kein Jedi ist, aber ich meine, Kerl könnte ja auch mal irgendwie versuchen, mit was anderes zu kämpfen. Ich meine, anscheinend würde ja eine, wie ist der komische Mandalorianer-Stahl? Es muss eine gedauert haben, diesen Ort zu bauen. Und jetzt sind die Erbauer fort. Ich bin bei meinen Reisen auf die Überreste vieler Zivilisationen gestoßen. Alles verfällt, Cal Kestis. Nicht alles. Ich habe deinen Optimismus vermisst. Er ist heutzutage selten in der Galaxis. Aha. Ja, das ist das Ding, ne? Das ist Star Wars, fühlt sich auch mal sehr wie Endzeit an. Auf jeden Fall die Hohe Republik war halt genau das Gegenteil von Endzeit. Da war nämlich große Erkundung des Outer Rims und Zeug. Und, hey, das sieht so aus, als wäre das alles behauen worden, oder? Ja, das ist eine große Statue. Und sind aber irgendwie Dinge passiert. Also ich habe nicht so genau reingeguckt, ich habe das nur überflogen. Und dann war nicht mehr mit Erkunden und man hat sich in den Mitrim und den Innerrim zurückgezogen. Warte, hä? Wo genau holt sie ihren Speer raus? Sie hat hinten, am Hintern hat sie nur ein so ein kleines Messerchen, ne? Mit einem ziemlich langen Griff übrigens. Oh, ist das hier wieder imperialer Festungsbau? Naja, und das, ja, stimmt, das fühlt sich alles so ein bisschen nach Endzeit an. Was hier übrigens auch das ist, was der, oh, das ist keine Wand zum Umstoßen, was der Imperator ja aktiv bekämpfen möchte, ne? Das heißt, hatte ich zumindest mal irgendwie gelesen, dass die Ursprungsstory irgendwie die war, dass der Imperator irgendwie wusste, also Lord Palpatine, dass eine große Bedrohung auf die Galaxie zukommt. Und er deswegen, und so wie die Leute, die das Imperium, die Galaktische Republik war nicht dafür bereit. Oh fuck. Ups. Beep. Und deswegen musste dann. Aha. Hat sich den ganzen letzten Zyklus darauf vorbereitet? Wie? Hä? Wie muss ich mir das vorstellen? Ich mache hier was falsch, oder? Kann ich hier wieder mal auf die andere Seite hochrennen? Weil. Ja, ich kann wahrscheinlich einfach hier rennen, oder? Ja, okay, das würde auch reichen. Könnte ich in diesem Spiel nicht schleichen? Aber er hoffte mal, dass es heute so wird. Ich könnte die komplett ignorieren. Das ist ja witzig. So, dann versuchen wir jetzt mal. Gegner voraus! Das mit dem Mind Control. So. Ist da jemand? Achtung, Bedrohung! Ein Kampf! Wie in alten Zeiten. So. Vorrücken, los! Soll ich das dann noch leveln? Mit dem Leveln kann ich wirklich sterben, oder? Sehr überzeugend auf jeden Fall. Er hat sich das waren alle. Die sehen aus wie Jedi. Alte Kriege. Ein Mann gebildet, der einen Krieg in alter Zeit zwischen Machtnutzen und einem unbekannten Gegner darstellt. Einige Figuren und eine starke Jedi. Jedha war einst die Heimat von vielen, die deinesgleichen verehrten. Vielleicht waren sie es. Meinesgleichen. Piep, bop. Ja, er nimmt das mit den Jedi so ein bisschen ernst. Ne? Es gibt ja noch ganz andere Machtnutzer. Aber Jedha ist irgendwie aufgefallen bei der Erwähnung, gewöhnliche Plastoide, BDR-Material, bei der Erwähnung von der Hohen Republik. Aber ich habe schon wieder vergessen, was, weil ich habe das letzte Woche gelesen. Quasi direkt nach dem Stream und seitdem ist schon die Zeit vergangen. Naja. Es war auch nicht so spannend, das ist das Problem. Star Wars Lore holt mich auch nicht so richtig guter ab. Guter Zeitpunkt, um unsere Ausrüstung zu überprüfen. Was daran liegt, das ist halt irgendwie immer so ein bisschen. Ich will mal gucken, was ich hier nicht alles noch habe. Die komische Animation, ne? Wir haben nur drei Stück. Dann nehmen wir das hier. Nehmen wir Schrottplatz. Kopf, was haben wir hier noch? Ey, das sieht so offen aus. Also, hä? Was ist der Unterschied zwischen diesem und diesem Ding? Gibt es einen Unterschied? Also diese Variante Fernglas sieht gefühlt genauso aus. Audiosensoren? Nee, wenn es nicht diese langen Dinger sind, dann finde ich das nicht gut. Körper? Der Zusammenbau finde ich halt sehr... Schrottplatz? Super? Nehmen wir super, sieht ein bisschen besser aus. Beine? Was haben wir denn da? Ja, da sehen wiederum die Schrottplatzdinger gar nicht so schlecht aus. Ah, nee, warte, das sind eher die Zusammenbaudinger. Obwohl da wahrscheinlich jede Menge Müll reinkommt, deswegen sollten wir das vielleicht lassen. Wir nehmen mal Schrottplatz mit. So, warte mal, hatte ich nicht irgendwo noch Farben? Ah, warte mal, hier oben, Materialien. Habe ich mittlerweile gelb zur Auswahl? Ja, ich habe gelb. Warte mal, primär. Das. Hä? Ich bin zu dumm. Öffnen, genau, und jetzt, zack, zack, zack. Ach, das ist Gold,
Rot? Nee, das Rot sieht eher sehr kupfern aus. Gold ist aber auch nicht das wahre, oder? Nehmen wir Blau. Blau ist eigentlich auch ganz witzig. So, was ist das hier noch? Eine Zweitfarbe. Ich weiß nicht. Weiß? Oh ja, Weiß hat eigentlich was, ne? Ah, nehmen wir Weiß. Akzente? Was ist denn die Akzentfarbe hier? Achso, die oben, die Dinger. Wenn wir jetzt noch Rot tun... Du bist fertig, bitte. Nein, ist er nicht. Ich habe mich nur verklickt. Ach, rote Akzente? Ich weiß nicht. Nee, nee, nee. Vielleicht silberne Akzente? Was sind das hier? Metalllegierung? Ah, nee. Grün? Nee, grün, das beißt sich. Grün und Blau trägt die Sau, ne? Boah, schmückt die Sau? Wie war das? Ja, schwarz? Vielleicht ein leicht anderer Blauton? Oder ein Lila? Nee, ich glaube, schwarz ist es. Ja, ja, wir nehmen schwarz. So, Zustand, makellos. Wir können natürlich auch einen komplett abgeranzten BD mit uns rumtragen, aber... Neuer das Look für dich, BD. Das würde ja aber irgendwie... Du bleibst der Alte. Das würde ja irgendwie gegen... Gegen Kells, ich habe bis jetzt immer noch zwei Teile gefunden. Gegen Kells Outfit als Dingens, als Bastler sprechen. Obwohl wir zugegebenermaßen noch nicht so viel davon gemerkt haben, dass Karl irgendwie großartig am Rumbasteln ist, ne? Also das ist besonders viel gebastelt noch nicht. Okay, ich habe nur zwei Dinge. So, lass uns die Gewichtsverteilung testen. Ja, weil es da so viel getan hat. Naja, sei es drum. Haben wir auf jeden Fall. Habe ich jetzt nicht alles erzählt, was ich erzählen würde? Wahrscheinlich nicht. Ich habe immer meinen Punkt verloren. Ich habe Flaschen vor den Timer gestellt. Das macht es auf jeden Fall sehr einfach zu wissen, wann ich bin und wie viele Episoden noch sind. So, gehen wir mal die Richtung, die wir eigentlich hätten gehen können. Wir hätten die Imperiale... Weißt du, wer das war? Ich nicht, aber Seer vielleicht. BD sieht ja aus wie Cal. Was? BD sieht ja aus wie Cal? Wer weiß? Der Look verwirrt mich gerade enorm. Wer war? Deckung hoch. Früher bist du gerne geklettert. Es ist nützlich. Wenn das ein Witz war, hoffe ich, dass du abstürzt. Hä? Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie Teil des Dialogs verpasst habe. Früher bist du gerne geklettert? Nur vier Mann? Ich bräuchte so eine Doppelkill-Fähigkeit, ne? Hallo, holen wir ihn uns! Ihr habt die Magie von Datomir gegen euch. Achte auf die Explosion! Mach hier keinen Fehler. Warte. Der ist doppelt tot. Ein guter Kampf. Ja, wir haben nicht einen Schaden zu tun. Das ist eine Abkürzung zurück. Falls wir aus irgendwelchen Gründen diesen Weg nochmal gehen wollen. Wo ich ahne, dass ich das später nochmal machen müsste. Ein bisschen Backtracking, um wieder all die Stellen zu finden, die ich beim ersten Mal übersehen habe. So, kommen wir jetzt runter zu den Sparmehlen. Aha. Oh. Ein Skrytenbau. Aber ein wo Bad? Ist der Skryten? Da kommt etwas. Nehmen wir uns den gemeinsam vor. Ach, jetzt auf einmal kann ich gegen das Vieh kämpfen? Jetzt! Wir werden uns nicht entkommen! Hier, Kumpel! War's das? Ja, weiß nicht. Warte ich jetzt einfach, bis Marin ihre Zeug hat und... Kann ich den ja nicht blocken? Schlag jetzt zu! Ja, ich muss hier erstmal. Das haben sie verdient. Ey, wir schwimmen in der Luft. Leicht buggy, warm. Gute Arbeit. Gleichfalls. Mhm, sehr ein gut. Boss. Skrytens. Jeder ist Heimat zahlreicher gefährlicher Kreaturen, aber nur wenige sind so gnadenlos unberechenbar wie das Skryten. Die linke Klaue des schiefen Kreaturen ist gewaltig besonders stark. Sie kann nicht nur Probleme mit ihrer Beute vernichten, sondern auch mehrere schwere Angriffe widerstehen. Die Bewegung des Skrytens ist sprunghaft und unberechenbar, was sie zu einer der tödlichsten Kreaturen auf dem Planeten macht. Ja, aber die Kralle hat Schaden genommen, ne? Also ich hätte noch weiter draufhauen können. Dann wäre die irgendwann down gewesen, oder? Das war doch das Vieh, was mich woanders im Dings verfolgt hat. Hilfst du mir? Muss ich? Warum ist sie denn jetzt auf einmal so pitchy? Danke. Hier wäre enttäuscht, wenn ich dich in der Wüste zurücklassen würde. Also, soll es spielerisch sein? Oder ist es halt irgendwie... habe ich irgendwie was verpasst? Meinst du wirklich, du kannst eins zähmen? Ein Versuch ist es wert. Oh, ich werde angerufen. Das ist natürlich schlecht jetzt. So. Wo war ich? Ach ja, wir wollten ein Echo wahrnehmen. Wir finden ein Zähmen. Eine Oase! Wir sind gerettet! Jetzt haben wir die Kraft, die Kreuzung zu erreichen. Mögen die Jedi über uns wachen.
Ah, die geretteten Pilger? Drei Pilger finden in Oase, die sich für einen sicheren Tod retten. Sie führen diese Akte Gnade auf die Macht zurück. Ja, bestimmt! Weil die Macht ja dafür gesorgt hat, dass diese Oase vor tausenden Jahren durch... Ja, natürlich! Vielleicht kann jemand in Sears Basis was damit anfangen. Gut zu wissen, dass Sears übrigens eine Basis hat. Das ist schon mal sehr beruhigend. So, wie weit kommen wir denn hier? Wahrscheinlich bis hier hoch und dann rutschen wir runter. Ah, genau, hier brauchen wir das Pferd. Und mit Pferd meine ich natürlich das Sparmehl. Ist hier noch irgendwas? Und hier ist in der Tat Wasser. Da sind so Wasserlöcher in der Wüste nicht eher tief? Anstatt so große Seen zu sein? Ich meine, an sich ist das hier relativ gut vor Wind und Dings geschützt. Also wahrscheinlich, keine Ahnung. Ich weiß ja auch nicht so richtig, wie diese Oasen auszusehen haben. Also ein Wasserort mitten in der Wüste ist bestimmt auch klasse. Schön, dass Merrin übrigens auch keinen Bock hat zu rennen, die sich alle 3 Meter weiter teleportiert. So kann ich jetzt so ein... Wahrscheinlich... Muss ich mir dieses Vieh schnappen? Taste. Da muss ich ranrennen und B drücken. Ah ja. Wir machen das so. Ganz schön lange Beine. Na also, Kumpel. Brauchst du Hilfe? Danke. Aber ich schaff's auch so. Na los. Es ist doch geil, dass sie beide im Damensitz drauf sitzen, ne? Na gut, da könnte man auch breitbeinig drauf sitzen. Langsam. Ist es weit bis zur Basis? Nicht mit unserem neuen Freund. Und jetzt haben wir Zeit, uns auszutauschen. Hast du recht. Es ist Jahre her. Du hast sicher die gesamte Galaxis gesehen. Beinahe. Wie war's? Großartig. Die sinkende Stadt Kurato. Die Klippen von Persaia. Die Galaxis leidet. Aber es gibt immer noch Schönheit. Begegnungen mit dem Imperium? Ja. Es sind dunkle Zeiten. Ich habe möglichst vielen geholfen. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Geht mir genauso. Wo auch immer ich war, habe ich oft an dich gedacht. Oh. Cute. Okay, das Vieh galoppiert ein bisschen komisch, oder? Dann war hier nicht vorhin dieses Vieh oder war das immer das gleiche? Das war immer das gleiche Vieh oder was? Das ist der Rückweg. Hey, da oben ist... Wow. Kann ich mit dem Ding einfach um eine Klippe reiten? Oder kann das Vieh springen? Achso, wir sollen einfach hier hochreiten, Leute. Okay, also die Art und Weise, wie das Vieh rennt, sieht doch ein bisschen sehr gestarkstig aus. Das Ding ist viel zu schnell für die Bewegungsanimation. Ja, die Animation sieht mega kacke aus. Wir hätten das Koa durchlaufen lassen. Also, da hätte man noch ein bisschen mehr Mühe reinpacken können, oder? Ich habe noch nie so einen Sturm gesehen. Es ist schwer zu sagen, wie lange einer dauert. Wir sollten nicht warten, um es rauszufinden. Der verlassene Handelsweg. Na gut, dann reiten wir mal den verlassenen Handelsweg entlang. Beim nächsten Mal.